Im Dialog Fenster im Registermaterial können Sie für das markierte Fenster individuelle Materialeinstellungen vornehmen. Beachten Sie bitte unbedingt hierbei, dass jede elementbezogene Materialeinstellung dafür sorgt, dass genau dieses Element nicht mehr Bestandteil der globalen Materialsteuerung ist. Bedeutet also, wenn Sie bei dem markierten Fenster bewusst eine Veränderung, zum Beispiel im Rahmen, bei den Sprossen, im Glas, bei der Innen- oder Außenfensterbank oder bei den Faschen wollen und sich sicher sind, dass nur dieses eine Fenster die Faschen in Safran statt im standardmäßig eingestellten Weinrot erhalten soll, dann sind Sie an dieser Stelle richtig. Wenn Sie sagen, nein, Sie wollen die Materialien aller Faschen von allen Fenstern steuern, dann nehmen Sie dies bitte nicht hier am Fenster vor, sondern ändern Sie die globale Materialeinstellung. Dies tun Sie durch die Taste M wie Material. Wenn die Fascheneinstellung bewusst aus dem Standard ausgeklammert wird, sehen Sie automatisch, dass das kleine Häuschen farbig wird. In dem Moment, wenn wir auf Zurücksetzen gehen und damit wieder den Standard gewähren lassen, wird automatisch das Haus wieder schwarz-weiß. So sehen Sie anhand der links im Tri dargestellten Zielflächen genau, wo Sie unter Umständen individuelle Materialeinstellungen des einzelnen Elementes vorgenommen haben. Beachten Sie bitte, dass sämtliche Zielflächen, die angezeigt werden, individuell für Sie steuerbar sind. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel bei dem Fensterladen, den wir hier dargestellt haben, einen Rahmen auf das Material Metall stellen. Achtung, wir berücksichtigen, dass hierbei wieder bewusst nur ein Element verändert wird. Und Sie sehen, das wird Ihnen automatisch auch auf die Füllung übernommen. Sie sehen es anhand der farbigen Hausdarstellung auch bei Füllung. Wenn das jetzt in Ihrem Falle eben nicht gewünscht ist, können Sie jetzt auch auf Füllung gehen und könnten hier eine andere Einstellung vornehmen. Zum Beispiel, indem Sie auf Sonstiges gehen und sagen, das Ganze soll mit rechteckigen Gitter gefüllt werden. Das heißt, diese Weiterleitungen sind aufgebaut von oben nach unten und sind nur Vorschläge. Gleichzeitig sind Sie immer auf der Detailebene in der Lage, individuelle Einstellungen vorzunehmen. Wenn Sie auf der Globalebene sind, können Sie trotzdem sagen, zurücksetzen und sämtliche Details in den Einstellungen werden wieder auf den Standard angepasst. Sollen alle Materialien geändert werden und nicht nur die eine Fasche beispielhaft des Fensters, dann mit der Kurztaste M den Materialdialog öffnen, auf den gewünschten Bereich gehen, hier Bauelemente, die Faschen auswählen und per Doppelklick auf Safran jetzt die globale Einstellungen der Faschen auf Safran umstellen.